Und damit hallo und herzlichst willkommen zurück zu Let's Play The Walking Dead Survival Instinct. Hier in auf dem Melonenhügel. Ne? Und ich würde sagen, was machen wir denn jetzt mit den beiden hier? Sollen wir die losschicken, etwas zu sammeln, oder sollen wir die lieber hier behalten? Muss ich gerade mal ernsthaft überlegen. Ich meine, rein theoretisch, wir haben doch genug, oder? Warte mal, ich schaue einfach mal nach dem Risiko, weil dann sollen sie bitte Munition suchen. Beim Bar... What the fuck? Wer schießt denn hier? Bitte auch Munition suchen. Das ist... ist mir ein zu hohes Risiko. Ist mir ein zu hohes Risiko. Dann sollen sie lieber beim Wagen bleiben. Erstmal. Beim Wagen bleiben hier. So, genau. Korrekt. So. Zurücklassen. Ja, lassen wir auch mal zurück. Nein. Okay. Dann einen Moment. Jetzt muss ich noch schauen, was ich hier alles mit mir mitnehme. Nur wenn ihr wisst, was ich meine. Erstmal einen Treibstoff rüber. Übertragen, ja. Jetzt kann ich nur noch eine Scheiße. Verdammt! Die Versorgungsration, ganz eindeutig. Scheiße! Ich kann... Ja doch, eine Sache kann ich noch. Pistole. Boah, Gott. Ich glaube, ich kann mal den Revolver hier... Gott, ist das jetzt schwer. Dieses scheiß Fahrzeug. Hä? Boah, Gott. Ich hab noch einen. Einen Platz frei. Wow. Okay. Warte, starke Pistole. Übertragen wir die starke Pistole noch? Ich schieße ja eh nicht so viel rum. Für gewöhnlich, okay. Dann können wir jetzt losgehen. Okay, Ort betreten. I'll head left and circle back. You go right and then meet me in the middle. So what are we looking for? Anything that'll stop that parade of debtors reaching the bar. Okay, ja, alles, womit wir da, womit wir diese Viecher daran hindern können, die Bar zu erreichen. Hier lade ich erstmal nach. Zum einen, weil ich auch schon mal die Ladeanimation nachschauen wollte. Ist mir so eingefallen, ist das unser Auto? Echt? Hä? Das ist doch nicht unser Auto. Obwohl? Hä? Das kann doch eigentlich nicht unser Auto sein. Weil das ist viel zu nah. Viel zu nah. Das ist voll unlogisch. Wie sind wir hier mit unserem Auto hingekommen? Hä? Also, wenn das unser Auto ist, wie sind wir hier hingekommen? Nee. Ja, nee. Nö. Was? Okay. Okay, gut. Jetzt schauen wir mal. Okay. You'll do. Warte mal. Drei Drinks haben wir. Okay. Oh, haben wir. Nehmen wir einfach mal mit. Haben wir. Warte mal. Ah, gut. Meet me at the gas station across from the church. Found something interesting. Okay. An der Tankstelle gegenüber der Kirche. Das ist auf jeden Fall nicht die Kirche.
Oh fuck. Oh fuck, da waren ein paar. Oh fuck, hier sind wirklich ein paar. Meine ich das nur, oder ist das Spiel ein bisschen lauter geworden, ne? Audio? Ich mach's mal einfach ein bisschen leiser. Kam mir gerade so ein bisschen lauter vor. Eventuell hatte ich auch immer nur den Laut, also meine Kopfhörer nicht so laut. Keine Ahnung. Naja. War das Viech? Okay. Taumelt doch so ein Viech rum. Irgendwo. Hier kann ich nicht durch. Schade. Hier haben wir noch Munition. Pistolenmuni. Hey Merle. Was hast du denn hier? Eine halbautomatische Schrotflinte oder die... Sind das Gummibärchen? Ach, ist mir jetzt... Warte mal. Ich komme gleich wieder. Merle, Birdie, Schnörli, Röhrli, Curly. Ach, Mann, hier ist nichts. Ich komme einfach. Hey Merle. Was ist? What you got? Hey, look at here. This town was rigged for a fireworks show. Finally, something useful in this hole. Adapt and overcome, little D. Load up the church with as many bundles as we can find. Draw in as many walkers as we can and just... Bang goes the dynamite. Das klappt eh nicht, Merle. Sollen wir die halbautomatische Schrotflinte... Ja, die ist mir, gefällt mir besser. Yeah! Okay. Ja. Be sure to check the rooftops and whatnot. Sonny boy, I could stand here doing nothing a hell of a lot longer than you. I guarantee you that. Okay, na dann. Ich geh mal dann wieder weg. Na, tschüssi. Warum ist es hier eigentlich nass? Ah ja, stimmt, der schlägt ja hier mit. Der piekt ja gar nicht. Wow! Wow! Ich habe jetzt gerade mit einer Menge gerechnet. Aber nicht damit, dass es der Typ wäre, dass es wie ich lebt. Ja, dreh dich um. Dreh dich um. Was? Ach, sie meinen, hier war ein Geräusch. Jan, halt. Das sind sie falsch informiert. Hihi. Ah, guck mal hier. Guck mal. Guck mal, ich kann dich schlagen. Oh Mann, bist du doof. Guck mal. Jetzt noch ein Schlag. Und zwupp. Ich sagte zwupp. Zwupp. Oh, habe ich jetzt noch den Kopf abgetrennt? Oh, tatsächlich. Ah, yummy. Na, du lebst noch. Das sehe ich. Hey. Hey, du lebst noch, habe ich gesagt. Du lebst noch. Okay, das haben sie... Der sitzt doch... Genauso wie der hier saß. Naja, Verwirrung. Das ist ja eigentlich positiv, ne? Ist wirklich... Ich falle auf so eine... Scheiße hier rein. Genau damit habe ich gerechnet. Oh, ich habe hinter mir einen gehört. Jetzt schwören können, hinter mir war einer.
Aber gut. In so einer Situation werde ich lieber des Besseren belehrt. Swoop. So. Hey. Hey. Buddy. Okay. Ach, hier ist eine Leiter. Warte, ich höre hier doch noch mal. Genau dich höre ich. Und. Ah, verdammt, ich wollte den Arm treffen. Na egal. Ich hab Spaß daran. Hey. Ich mag dich ja. Hier haben wir unseren ersten Begleiter getroffen. I hope they do. Was haben wir denn hier? Ach, noch ein Bolzen. Oh, sollen wir hier rüberspringen? Das ist jetzt so ein bisschen dieses How I Met Your Mother Feeling. Soll ich es machen oder soll ich es nicht tun? Was? Lass mal die Scheiße gerade. Obwohl, ich will mal die Granate sehen, um ehrlich zu sein. Muss ich ganz ehrlich mal sagen. Darum. Selbst wenn ich dadurch gleich. Hey, ich wollte gerade schon sagen, jetzt komme ich nicht mehr zurück. Selbst wenn ich dadurch dann irgendwie gleich in eine Scheißsituation komme. Okay, der Sound war ziemlich abgehackt, wenn ich ehrlich bin. Fand ich zumindest. Nee, ist klar. Nee, ist klar. Ein Liebespärchen hier oben. Und ein ziemlich stabiler Stuhl. Das, okay, klingt doch legitim. Jetzt ergibt alles Sinn. Ich weiß nicht, sollen wir jetzt gleich mal... Sollen wir wirklich vielleicht mal... Das müsste ich aber darüber. Gott. Ich weiß nicht, ob ich das hier rüber schaffe. Will ich denn? Ja, ich will darüber. Geronimo! Hey, das hat einigermaßen gut geklappt. Super. Wo wäre ich denn da überhaupt runtergefallen? Ich wäre sowieso nicht so tief gefallen. Hey, was ist das denn? Da ist dieses scheiß Eichhörnchen. Aber wie komme ich hier wieder raus? Okay, ich hoffe, dass das so klappt, wie ich es will. Zwar bis jetzt nur zwei von... Boah, Alter, Alter, Alter. Hör auf zu ruckeln. Hör auf zu ruckeln. Böses Spiel. Böses Spiel. Böses Spiel. Gutes Spiel. Böses Spiel. Böses Spiel. Aufhören zu ruckeln. Böses Spiel. Aus. Lass das. Böses Spiel. Hör auf zu ruckeln. Ah, Mann, eine Sekunde mal. Ich hoffe, dass sich das jetzt wieder beruhigt hat. Scheinbar kommt irgendwas, also scheinbar klappt hier gerade irgendwas nicht so, wie es soll. Ah, ich kletter einfach jetzt hier hoch. Seht ihr, jetzt läuft's wieder. Komisch. Okay. So. Können wir jetzt auch weitergehen. Muss ich hier wieder springen? Hier muss ich auch... Oh ja, hier muss ich aber eindeutig springen. Geronimo! Wow. Das war... Ich glaube, das war knapp. Hey? Hallo? Oh, guten Tag. Hilfe. Ha, voll verarscht. So. Die Machete ist gut. Ich mag die Machete. Boah. Na, Leute. Ist das... Bin ich toll oder bin ich toll? Na, Moment mal. Nee. Warte mal.
Ich lass mal kurz den Bolzen fallen. Nur mal nachzuschauen, wie stark dieser Basie hier ist. Also gut. Schaden schwer. Reichweite lang. Angriffsgeschwindigkeit niedrig. Nee. Na? Obwohl jetzt auch nicht so niedrig ist. Aber ich muss Versorgungsration. Die brauche ich. Ich kann hier nicht... nee, das geht nicht. Und die Machete